Und nun möchte ich unseren Freund Jaromír Količek für ein kurzes Grußwort aus unserem Nachbarland bitten. Liebe Freunde, es ist schon ein paar Jahre weg. Sie haben uns unterstützt bei unseren Bemühungen, den amerikanischen Radar in Zentralböhmen zu vermeiden. Vielen Dank. Es war ein riesiges Erfolg von unserer Friedensbewegung. Hoffentlich unter unserer Unterstützung werden Sie fähig, diese Hubschrauberbasis wie eine von Reste von Besatzungszone, amerikanische Besatzungszone in Westdeutschland auch vermeiden. Wir Tschechen bemühen uns, zur Frage zu geben, Anwesenheit der Tschechischen Republik in NATO. Ich bin einer von denen, die haben verbreitet eine Petition zu diesem Thema. Wir verlangen von unserer Regierung ein Votum um Anwesenheit von Tschechischer Republik in NATO. Wir sind ganz stark gegen jede Anwesenheit von fremder Armee in Zentraleuropa. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.